So, jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Das Textwerkzeug in Illustrator wollte ich Ihnen noch vorstellen. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit, eine böse Falle zu erleben. Außerdem vielleicht nochmal zum Workflow. Wenn Sie so arbeiten, dass Sie das in Illustrator machen, können Sie natürlich auch komplett den Plan hier in Illustrator fertig machen. Sie brauchen InDesign dann nicht mehr. Sie können auch genauso gut wahlweise noch diesen Plan wiederum als PDF gesichert in InDesign einsetzen. In InDesign können Sie eigentlich ein bisschen bequemer mehrere Pläne in einer Datei unterbringen. Wobei das natürlich bei zwei DIN A0-Plänen, die Sie ja wahrscheinlich haben, oder auch meinetwegen drei Plänen, nicht so wild ist. Okay, also Sie können in Illustrator gut beschriften. Ich habe jetzt zunächst einmal, das wollte ich Ihnen noch zeigen, ich hatte ja eben diese Smart Guides aktiv. Das hat natürlich zur Folge, dass Sie ständig irgendwelche Fangpunkte und alles mögliche andere angezeigt bekommen, auch Sachen, die hinter so einer Maske liegen. Das noch mal kurz vorab. Das würde ich an Ihrer Stelle irgendwann mal deaktivieren, diese Smart Guides, damit Sie davon nicht genervt werden. Und jetzt das Textwerkzeug. Ich mache Text oder ich lege den Text auf einer eigenen neuen Ebene an. Ich habe alle anderen gesperrt, damit nicht aus Versehen irgendwas verschoben wird. Das passiert nämlich leicht. Und Sie können jetzt auf dieser neuen Ebene Text anlegen. Und zwar wichtig, Sie zeichnen vorher mit dem Textwerkzeug einen Rahmen. Dann schreiben Sie den Text da rein. Und dann haben Sie den Text dort im Rahmen. Sie können jetzt diesen Textrahmen verkleinern und vergrößern und verschieben. Und der Text bleibt so, wie er gesetzt ist, immer drin. Das ist natürlich jetzt viel zu groß alles, aber das ist ja auch völlig egal. Sie können den Text mit dem Textwerkzeug markieren und Absatzformatierung betreiben, wie immer. Sie können ihn transparent machen, wenn Sie wollen, was natürlich Blödsinn ist, wahrscheinlich. Sie können die Schriftart ändern und so weiter. Also alles das, was Sie kennen. Sie können die Farbe des Textes ändern und eine Kontur haben, was Sie bestimmt nicht haben wollen. Wie gesagt, das war die eine Variante. Die andere Variante, ich setze den Text mal hier oben hin. Die andere Variante besteht darin, dass Sie den Text einfach schreiben, indem Sie irgendwo hinklicken. Und da gibt es jetzt das Problem, wenn Sie den Textrahmen verändern, dann wird Ihr Text auch skaliert, genauso wie Sie den Textrahmen skalieren. Und ich habe schon Studenten erlebt und mich selbst auch übrigens, die nachts kurz vor der Abgabe wahnsinnig geworden sind, weil sie die Textrahmen natürlich ihnen auf der Nase rumgetanzt haben. Und das kommt aber eben dann, wenn Sie den Text einfach so da reintippen, ohne vorher einen Rahmen aufzuziehen. Deswegen wollte ich Ihnen das unbedingt nochmal zeigen, damit Sie das auch beachten. Okay, noch ein Wort zum anderen Plan. Sie haben natürlich noch einen Plan mit CAD-Zeichnung. Und jetzt haben Sie natürlich verstanden, dass man CAD-Zeichnungen als PDF in Illustrator importieren kann und sie dort nochmal bearbeiten kann, vorausgesetzt, sie sind nicht als Referenz da, sondern als echtes Bild oder als echte Zeichnung im Layout. Deswegen achten Sie immer auf diesen kleinen Haken hier unten, wo dann Verknüpfen oder hier im englischen Link steht, dass Sie den eben nicht haben, dass Sie den nicht setzen. Dann gibt es, wie in allen Adobe-Programmen, die Möglichkeit, sich mit Apfel oder Steuerung R Lineale anzeigen zu lassen. Sie können auch aus den linearen Hilfslinien ziehen. Denken Sie daran, dass Illustrator so praktisch veranlagt ist, dass die Hilfslinien echte Linien sind, wenn auch natürlich keine, die später gedruckt werden, und dass die aber auf Ebenen liegen. Das heißt, Sie können sie auch ausblenden, wenn Sie möchten. Sie können sie auch auf bestimmte Ebenen legen, die Sie extra dafür anlegen und so weiter. Sie können aber auch vor allen Dingen, und das ist wichtig, die Lage dieser Hilfslinien, genau wie in InDesign übrigens ja auch, definieren, indem Sie hier oben die entsprechenden Werte eintragen. Ja, Sie haben jetzt hier X- und Y-Werte. Die sich komischerweise gar nicht ändern. Doch, jetzt hat sich's geändert. Und Sie können also hier exakte Maße eintragen. Und Sie wissen ja auch übrigens, dass Sie in diesen Feldern auch addieren können. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Kopie haben wollen, dann drücken Sie Steuerung C und V und dann haben Sie die Linie zweimal und jetzt können Sie hier plus 100 hinschreiben und dann wird die Linie versetzt. Nicht als Kopie, wie man sieht. Machen Sie es halt anders. Sie ziehen mit gedrückter Alt-Taste diese Hilfslinie, wie auch immer. Das heißt, Sie können also alles ganz exakt positionieren. Und so können Sie dann Ihr Layout auch fertig machen, diese ganzen Grundrisse. Denken Sie daran, dass Sie sie vorher diese Schnittmaske, die Sie in der Regel haben, auflösen. Gucken Sie sich das erste Tutorial nochmal an. Oder das zweite war es, glaube ich.
Und dort sehen Sie, was Sie alles machen müssen, wenn Sie eine Zeichnung importiert haben. Das heißt, zunächst einmal diese Clipping Mask auflösen, dann die Gruppe auflösen und so weiter und so fort. Und dann können Sie diese Grundrisse und Schnitte und so weiter hin und her schieben. Sie können alle Linien verändern, das hatte ich Ihnen auch gezeigt. Sie können alle Farbfüllungen verändern, das hatte ich Ihnen auch gezeigt. Und noch einmal mein Appell, wenn Sie das so machen, richten Sie im CAD-Programm möglichst viele verschiedene Farben ein, ganz egal, wie hässlich das Ganze aussieht, damit Sie in InDesign, in Illustrator diese Sachen gut auswählen können. Jetzt höre ich aber wirklich auf und ich hoffe immer noch, dass Sie Spaß daran haben. Also, bis demnächst.